beim großen Sportlertreffen in der Cocktailbar sitzt der Stanislav ganz verloren da. Er fühlt sich eher einsam, keiner spricht mit ihm. Er ist der Einzige hier aus Polens Skisprungteam. Mit wem soll er bloß reden? Er ist kein Partytier, ganz anders als die anderen gut gelaunten Menschen hier. Zum Beispiel neben ihm der Schöne mit dem langen Haar. Stanislav weiß ganz genau, das ist die Snowboard-Mafia. Sie trinken Bier und amüsieren sich völlig ungeniert. Tragen weite Hosen, sind gepierst und häufig tätowiert. Blond gefärbte Bärte sind bei ihnen keine Seltenheit. Die sollen sich nicht wundern, wenn der Stanislav sie niederschreit. Snowboarder, glaubt ihr denn etwas Besseres zu sein? Schluss mit eurem Hochmut, kriegt euch bitte wieder ein. Ihr tragt teure Kleidung, ihr seid schön und ständig dicht. Aber so cool wie ihr annehmt, seid ihr nicht. Oh nein. Na, 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 na. Sie tragen Sonnenbrillen, um lässig auszusehen. Sie trinken Guarana, um länger auszugehen. Sie sind up to date und haben viel zu lachen. Und sie hören Hardcore, Metal, Hip-Hop, Rap, Crossover-Sachen. Sie feiern gerne wilde Partys unter ihresgleichen. Alle anderen Sportler können ihnen nicht das Wasser reichen. Schwaches Selbstvertrauen ist bei Gott nicht ihr Problem, nein, im Gegenteil. Sie neigen mehr zum anderen Extrem. Man könnte sagen, ihre Eitelkeit ist größer als ihr Mut, weil so ein Snowboarder ja höchstens 20 Meter springen tut. Aber wahre Teufelskerle, so wie Stanislav Bobak, kriegen keinen MTV Award und keinen Filmvertrag. Snowboarder, glaubt ihr denn etwas Besseres zu sein? Schluss mit eurem Hochmut, kriegt euch bitte wieder ein. Ihr tragt teure Kleidung, ihr seid schön und ständig dicht. Aber so cool wie ihr annehmt, seid ihr nicht. Noch nicht. Snowboarder, jetzt zeigt doch endlich Mut zum Risiko. Auf dem Holmenkollen oder auf dem Berg in Nagano. Mit dem Faustil wird's wohl nix, aber Telemark muss sein. Und springt ihr an 100 Meter weit, hört Bobak auf zu schreien. Doch solange euch das zu heiß ist, sagen wir und Bobak stopp. Ihr habt ein Brett an den Füßen, aber zwei Bretter vom Kopf. Eure lässige Erscheinung begleitet vom Red Bull-Gestank. Eure sportliche Bekleidung und euer Hunger machen uns krank. Nehmt das bitte nicht persönlich, wir haben euch trotz allem gern. Zeigt doch nur